Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu The Crew 2. Und ja, ich habe jetzt mal den aktuellen Grafiktreiber installiert, der The Crew 2 nochmal optimieren soll angeblich. Mal gucken, ob es funktioniert. Oder ob es scheiße ist oder was überhaupt abgeht, keine Ahnung. So. Events. Was sind das hier immer? Ach, das sind gesperrte Strecken im Prinzip. Status nicht abgeschlossen. So, genau. Wir haben ja letztes Mal hier Dingen, sind wir in die Familie rein. Das ist heilige Erde, auf der du da fährst. Genau hier hat sich Tio, der Champion, seine Spuren verdient. Falls du hier gewinnst, hast du 100% seine Aufmerksamkeit. Okay, anscheinend müssen wir Mercedes AMG fahren. Warum muss ich Mercedes AMG fahren? Ohne Spaß, was ging denn hier gerade schon wieder ab? Ey, ich raste aus. Neustarten, ja. Ich verstehe nicht, warum kann ich denn nicht mit meinem fahren? Wieso muss ich denn den AMG nehmen? Easy, ey. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht. Die anderen Säcke fahren mir Abkürzung, ey. Muss ich mir merken. Damit ich das in der nächsten Runde auch machen kann, sonst habe ich nämlich verloren. Also vielleicht habe ich dann verloren. Könnte sein, höchstwahrscheinlich. Diesmal bin ich hier nicht so groß Dingens. Einen großen Bogen drumherum gefahren, deswegen haben wir da schon mal ein bisschen Zeit gespart. Boah, Alter, habe ich die voll mitgenommen, ey.
Das ist jetzt echt die Krönung, oder? Das ist jetzt echt die Krönung, Leute. Warum setzen die denn da einen Kontrollpunkt hin? Tschüss. Okay, ich muss gerade ein bisschen tryharden, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen leise bin. Ah, easy win, Alter, ey. Gar keine Schnitte hatten sie, ey. Gar keine Schnitte hatten sie. So, sammeln wir das Ganze mal ein. Seit wann habe ich einen McLaren eigentlich? Nee, einen AMG. So, hier ist der. Wo ist denn diese Pyramide? Bin ich gerade blind oder dumm oder behindert oder. Hier, da ist der Triumphbogen. Wo ist denn die Luxor-Pyramide? Da hinten ist dieser Freizeitpark. Hä? Ist das da hinten die Pyramide oder was? WP Gra.
check nicht, wo die Pyramide sein soll. König von Ägypten. Also wenn, dann müsste es ja hier irgendwie sein, weil das sieht doch ein bisschen alt aus. Drüben. Bam, Junge. Guck mal hier hinten. Wie komme ich denn da hin? Ah ja, okay. Oh, easy, Leute, schaffen wir, ey. Mutter rastet zum Glück gleich gar nicht aus. Warum? Warum geht's jetzt nicht mehr? Hallo? Wie dumm ist diese Steuerung eigentlich? Gibt es hier irgendwie eine Option? Ist hier irgendwie eine Option, dass man einfacher da hochkommt? Hm.
Okay, alles klar. Ja, easy, alter Butz. War das doch geil. Okay, Leute, ich feiere dieses Spiel einfach nur wegen, weil man so etwas machen kann. Das ist. Okay. Aber seit wann habe ich eigentlich diesen komischen. Seit wann habe ich eigentlich den AMG? Ich schaff das noch nicht so ganz. Ich habe mir doch eigentlich extra den Audi geholt. Geliehenes Fahrzeug, empfohlen 160. Okay, na gut. So, ach guck mal, das sind alles so alte Dinger. Okay. Boah, das wird ein richtig schönes Rennen. Bam, Junge. Okay. Alter, ich will immer auf die Map gehen und neu starten. Schlimm. Weißt du, bei ihm ist es aber nicht schlimm, wenn er die Checkpoints verkackt, ne? So asozial, unfair. Ey! Ach Mann! Ach, ist mir jetzt egal. Ich muss jetzt gerade ganz kurz was gucken. Okay. Oh, Alter, wie oft will ich eigentlich noch falsch drücken? Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist so ein Autismus. Ey, auf Y ein Menü aufmachen, Alter. Auf Y. Ich hau mich eigentlich die ganze Zeit selber raus aktuell irgendwie. Okay, wir chillen mal ein bisschen. Guck mal, da hat er sogar einen Fehler gemacht. Alter, wie fast die werden können. What the fuck? Holy moly, Alter. Alter, ich fahr fast 300 mit denen. Habe ich 300 geknackt? Keine Ahnung.
Jetzt mal ohne Spaß, ich habe einige Kritiken gelesen von The Crew und das Spiel ist bis jetzt nicht so gut angekommen und ich frage mich echt warum. Ich finde, vom Gameplay her ist das absolut mal was Neues, was Rennspiele betrifft. Also zum Teil zumindest. Einige meinten irgendwie, die Grafik sieht aus wie von 2012. Also, jetzt mal ganz ehrlich, in 4K auf besten Einstellungen sieht das Spiel gut aus. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Also, ich weiß nicht, was hier dran an 2012 aussehen soll. Klar, das Spiel hat nicht die hübscheste Grafik. Far Cry 5 hat natürlich viel schönere Grafik. Aber für ein Rennspiel, Leute, für ein Rennspiel. Also Formel 1 hat schlechtere Grafik. Wird dafür halt nicht weggeflamed. Ich finde, der grafische Unterschied ist stark spürbar, stark bemerkbar im Vergleich zu The Crew. Zu The Crew, nachdem es den Grafikpatch hatte sogar noch. Und im Vergleich zum ganz alten The Crew ist es absolut ein Augenschmaus. Boah Gott, das ganz alte The Crew, ne, wie das aussah, ey, boah. Das war ja echt. Uiuiui, mein lieber Herr Gesangsverein. So. Woher habe ich den eigentlich? Mercedes AMG GT, woher habe ich den? Audi TT, RS Coupé. Ich habe mir doch eigentlich den Dingens kostenlos gehabt. Oder ist es wieder irgendwie ein Vorbestellerbonus? Weil ein AMG könnte schon echt, könnte echt Vorbesteller sein. Das ist so ein klassisches Auto, was für so Vorbesteller ist. Meiner Meinung nach. Boah, guck mal, wie schön. Boah, geil. Hey, das Spiel sah doch nicht aus wie 2012, Alter, ganz ehrlich. Leute, da wird so viel Bullshit gelabert über dieses Spiel hier und ich kann es absolut nicht nachvollziehen. So, hier oben, was haben wir denn hier? Wieder eine Street Race. Gucken wir mal, gehen wir mal hin. Du trittst gegen klassische amerikanische Muscle Cars aus den 70ern an. Und zwar auf ihrem ureigenen Heimatboden. Diese Wagen sind legendär. Um sie zu schlagen, musst du deine Muskeln ordentlich spielen lassen. Okay, Leute. Nächstes Rennen. Los geht's. Alter, mein AMG hat ja gar keine Schnitte. Na gut, vielleicht in der Beschleunigung nicht. Weil der viel mehr wiegt. Muscle Cars wiegen ja nix. Ist ja alles nur Gerüst. Ja, und dem Speed fick ich sie dann, ja. Sorry, da muss ich mal unfair spielen. Aber es geht sonst nicht.
Oh, jetzt sind wir wieder hier. Ach, das war wieder mehr Runden, gell, oder? Ist das diese Stelle hier? Nee, ist eine andere. Ich glaube, die... Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Eieiei, was geht denn jetzt hier ab an mir? Ich will das jetzt nicht noch verlieren. Könnte kritisch werden. So, hier hinten kommt wieder diese krasse Kurve. Okay, die haben wir ganz gut genommen, hat uns ein bisschen Zeitsprung, Zeitvorsprung gegeben. Weil hier ist sie easy. Bam. Wieder gewonnen, ey. Nennt mich King, Alter. Oh, ja. Jetzt berühmt. Eine brandneue Folge der Life Extreme Series ist jetzt verfügbar. Du bist zu einem neuen Life Extreme Rennen eingeladen worden. Mhm. Ich sag's dir, es hat Vorteile, ein Star zu sein. Alter, man levelt viel zu schnell ab. Ich schaff gar nicht alles derzeit zu machen. Man wird hier echt zu bombardiert mit Aktivitäten. Das ist krass, ey. Aber es ist gut. Es weiß immer, hat er immer was zu tun. Eieieiei. Huiuiui. Da langsam fühlt sich ja aber einiges, ne? So. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Event nicht abgeschlossen, Events 20. Das hier klingt nach Spaß. Bräuchte ich aber noch ein gutes Motorrad für. Also hier haben wir Jetsprint. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tests wir jetzt hier haben. Ja. Ah, schön. Okay. Also Leute. Hier. Detroit Radarfalle. Ja, easy, ey. Würde ich mal so behaupten, ey. Für nix. So. Gut. Okay, was ist das hier? Highland Park, Slalom. Oh, das klingt gut. Machen wir mal. Nee, nicht mit dem Auto. Einmal hier, hier. Hey, wo geht's weiter? Wow. Ernsthaft?
Okay. 7.348 Punkte. Na gut, geht. So Leute, ich würde sagen, das war's. Wieder mit einer weiteren Folge The Crew 2. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.